das eine riesige Schlange? Orphis Versteck. Warte mal, soll das sowas sein wie... Wie das Kultistenversteck? Warte mal. Aber auch, ja. Hier ist ja nix. Hey, das sind ja lauter Kultisten. Heilige Scheiße, das sind überall Kultisten. Jetzt soll er ist es. Kann ich mit dem reden? Warte mal, der hat sich die Splitter ins Gesicht gerammt. Willst du mir erzählen, dass die Kultisten hier unten nochmal ein Kultistending aufgebaut haben und was zur Hölle hat der Kollege gesoffen, dass der so viel fressen kann? Ich kann immer noch fühlen, wie Deimos meinen Kopf gegen das Artefakt schlägt. Sobald du tot bist, ist Deimos da. Ah! Das war der Spacko, den wo Deimos mir gab, bin ich unsterblich. Das war der, den wo Deimos als erstes gekillt hat, nachdem ich hier da reingeschlichen bin. Ja, ihr habt doch alle keine Chance, Mann. Der, den meine Schwester tötete, um mich zu retten. Ist ja blöd gelaufen, hä? Epic. Theodors Notiz, die Pyramide ist kalt, das Licht ist erloschen, das Licht ist in meinem Kopf. Deimos dachte, sie könnte mich töten, doch als sie meinen Schädel zertrümmerte, verschmolz das Artefakt mit meinem Innersten. Ich habe meine Sterblichkeit abgelegt und stehe in Verbindung zum Kosmos. Ich werde meine Brüder und Schwestern um mich scharen. Ich beginne mit der grausamen Bioterin. Sie trug im Norden die Schuhe des gefallenen Soldaten und wurde bei der Huldigung der Titanen beobachtet. Fordert sie auch heraus. Okay, jetzt haben wir auch den Hüftriemen. Könnten ja ruhig mal eine Leiter einbauen. Aber wie sich halt tatsächlich einen. Kann mir mal einer verraten, was der Scheiß jetzt gesollt hat? Kennen wir die? Hm. So ein Käse. Ich wollte eigentlich, dass er weiter nach oben klettert. Wo war denn das jetzt? Da. Ich habe eigentlich nur X gedrückt, dass er weiter hochgeht. Ich dachte, er würde sich hier hochhangeln. Klar, dann halt nicht. Also wenn du jetzt wieder springst, dann hau ich dir... Dann geh ich zum nächsten Gegner und lass dich umbringen. Hallo? Okay, wo ist jetzt hier die Bioterin? Alter, was? König Agamemnon von Mykene. Daenera, die biotische Heldin. Daenera. Alter, das ist die alte gewesen, der ihre Schwester ich zuerst erledigt habe und dann sie. Wie ich die Scheiße halt noch weiß, ey, was geht ab? Ich gehöre hier nicht her, interessiert mich erstmal nicht. Wiege der Unterwelt. Da ist noch so ein. Ja, ist knapper, wenn ich das mache. Schneller. Wie gehen wir jetzt hin? Weißt du, wir kommen in den Hades, töten Cerberus, bekommen die Aufgabe, diese Rüstung und den ganzen und neue Helden zu finden. Und was machen wir als erstes? Wir ziehen erstmal Brandschatzen und Morden durch die ganze Welt, um alles umzubringen. Läuft doch. Und das müssen die entflohenen Gefangenen des Tartaros sein, wie ich Charon erwähnt hat. Ja, wenn es ihnen Spaß macht. Ich bin beschäftigt. Agamemnon. Warte, falsche Richtung. Ich
Rum. Ja, wir müssten so viel laufen, wenn wir das mit dem Springen nicht hätten, ne? Eigentlich der größte Schwachsinns-Move in dem Spiel. Dass wir so tief springen können, aber... ein nötiger bei den Höhen. Hey, ich bin Alexios, ich kann mich gut abrollen, ich kann überall runterspringen. Ist wenigstens irgendwo ein Boot? Ist da noch einer? Da drüben. Fertig. Ja, passt doch. Ein bisschen Leder abziehen konnten wir auch noch. Scheiße, gibt's hier überhaupt einen Boden? Ich meine, das Wasser ist wahrscheinlich zu groß, um da draußen einen... wie sagt man am besten? Kluft der Qualen. Wie sagt man am besten, einen Fluss zu machen, der aus Leichen besteht? Warum ist der so tief da unten? Kann ich hier rein? Ah, Grube der Entbehrung. Ja, dann entbehren wir ihn doch mal. Oh. Das schaut doch mal witzig aus hier. Netter Innenarchitekt, den die hatten. Warum ist da von Nebel? Scheiße, sind wir jetzt in Dark Souls oder so? Bloß nicht sehen lassen. Tartaros-Schleier. Leben der Tore zwischen Reichen der Unterwelt passieren können. Nur wer die Rüstung der Gefallenen trägt, kann sie Leben durchqueren. Oh. Scheiße. Also brauche ich die verdammte Rüstung. Das ist doch Käse. Jetzt weiß ich aber auch, was Tartaros-Schleier sind. Das ist nichts anderes wie das Zeug aus Dark Souls. Oder Bloodborne. Oder Demon's Souls. Oder Sekiro. War das ein Sekiro auch so? Alter, ich hab's gespielt und hab's vergessen. Du magst es immer schwerer wie Seis oder Alexios? Medium. Okay, das heißt, wir müssen die alte noch platt machen. Dann wird hier auch noch einer sein, ne? Wiege der Unterwelt. Da sind die Typen, die wir platt machen müssen. Wir haben das Ding da in der Nähe, da brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal hin. Aber das mal nehmen wir als Pferdchen. New York Fury. Und los. Hier konnten sie auf jeden Fall einen Haufen Grafikleistung sparen. Ich meine, nicht mal in Silent Hill ist daneben so schlimm. Komme ich da rum? Wahrscheinlich muss ich hier hochklettern, ne? Versucht mich doch zu fangen. Ihr könnt mal ein Pferd haben, ist eh unsterblich. Also, nein, war das andere war unsterblich. Aber hat Adonis denn eigentlich seine Leute verraten? Fällt mir gerade so auf. Ich meine, er hat Persephone, wir haben bis erobert. Ich will jetzt doch nur abhauen. Ja, du kannst gehen, alles klar, tschüss. Hey, aber nicht so streng soll Alexios sein. Der hat zwar die ganze Arbeit für mich gemacht, aber hey.
Da ist noch was zum... Okay, ist alles egal. Auf geht's. Das erinnert mich. Kennt ihr zufällig Viva la Dirt? Falls ihr es nicht kennt, ihr müsst es anschauen. Ja, ja, steh wieder auf. Die machen Parodien zu Videospielen. Mit echten Leuten halt. Questgeber und ach, keine Ahnung was. Und... Die haben eben auch ein Video dazu gemacht, zu einer Horse Pocket, also eine Pferdetasche. Der eine, oh, wir brauchen das, wir nehmen die Pferde. Ach verdammt, jetzt muss ich zum Stall zurücklaufen, das Pferd ist zu weit weg. Und dann, hä, warum? Und dann streiten sie sich ewig rum und dann irgendwann zieht der eine einfach, sagt der eine einfach, ey, greif in deine Tasche und zieh einfach raus. Zieht raus, steht das Pferd da. Ja. Pferdetasche halt. Willst du gegen eine Heldin kämpfen? Gerne. Ich habe die Lösung. Wo sind die? Ist das nicht die alte? Die, wo ich auch gekillt habe? Astra, glaub schon, ne? Opel Astra, oder? Weißt du, dass du nervst, Alter? Aber tierisch. Hä? Alter, jetzt reicht's aber. Eben. Achso, hoppla. Wow, das ist ein Stich ins Bein, hat sie bestimmt getötet. Meine liebste Cousine, ich verstehe deine Unzufriedenheit. Wir haben uns unseren Platz in der Unterwelt erkämpft und niemand wagt es, sich unseren Weg zu stellen. Selbst die Titanen würden sich nicht gegen uns erheben. Wir sind Klingen, liebste Cousine. Wenn wir nicht benutzt werden, rosten wir. Vielleicht haben sich ein würdiger Gegner gefunden. Im Leben war sein größter Trophäe der Kopf eines Monsters. Im Tod suhlt er sich östlich der verbrannten Ländereien in seinen vergangenen Ruhm. Zeigen wir ihm, was für Monster wir sein können. Holen wir uns seinen Kopf als Trophäe. Stiefel der Gefallenen. Jetzt fehlt uns immer noch... Wenn du den alten Bekannten wieder triffst. Okay, ich glaube, es waren schon mal keine Punkte abgezogen. Ist hier ein Titan angekettet gewesen? Hä, was machst denn du da? Dämliches Vieh. Wieso kommen mir die Symbole bekannt vor? Sternzeichen, oder? Mal schauen wir mal kurz. Da ist einer. Perseus, der Gorgonentöter. Perseus. Ah, der. Von Herakles gab es einen beliebteren Helden als Perseus, auf dessen Rücken das Mykenische Reich errichtet wurde. Seiner Gattin Andromeda herrschte er bis zu seinem Tod über die florierende Land. Er sich wieder heben, nicht als Herrscher, sondern als Wächter der Tore des Tartarus. Wenn Menschen erlauben, ihre eigenen Legenden zu schreiben, so stellt dieser den Betreffenden meistens sehr vorteilhaft dar. Das gilt auch für König Agamemnon, der es ehrenhaft gilt, obwohl er kaum mehr als ein Schläger mit einer guten Klinge war. Genau das jedoch macht ihn zu einem guten Wächter für die Tore der Unterwelt. Ja, das war's jetzt erstmal, ne? Wir könnten uns das Ding da hinten noch schnell holen. Und wo ist sie da hin? Da muss ich hin. Mann, wer baut denn die Wände immer so hoch und wo sind die Fahrstühle, Mann? Wow, vor allem die Frage ist, wo geht's denn da hin? Dass das extra einen Teleport hat.
verdammter Turm von Sauron. Oh, Geister. Tor der Starken. Warte mal, sind es Gegner? Es gefällt mir überhaupt nicht, wenn die da stehen. Ich geh mal da hoch, falls ihr nichts dagegen habt. Oh, scheiße. Ich weiß nicht mal, wo ich mich festhalten kann. Ah. Ja, der Gute steht sogar. Oh, da hat's irgendeinen runtergehauen. Tja, zu blöd zum Klettern, mein Freund, ne? Mal gerne interessieren würde, warum es Tor der Starken heißt. Ich meine, klar, wahrscheinlich musst du ja kämpfen gegen die zwei. Alter! Junge! Bist du wahnsinnig? Den Scheiß macht er jetzt mittlerweile ständig. Ja, springen wir doch mal wieder zurück. Oder ist das Tor der Starken das Tor, was mich dann hier rausführt? Hä, das ist sogar eine Stadt, ne? Aber ich finde schon geil, wie es die ganzen Legenden und alles mit einbauen. Wenn ich da durchgehe, wollen die mich angreifen? Hm. Scheinbar nicht. Was für Penner. Tor der Starken und dann ist ja gar nichts da. Was ist denn das? Lauter Speere und lauter Totenköpfe. Sie haben da echt hardcore bewacht. Ne? So, jetzt müssen wir noch irgendwie Bekannten treffen. Damit wir die da platt machen können. Perseus. Alter, was gibt es für Schwerter unten? Es schaut irgendwie aus wie Vulkanglas. Die Elder Scrolls Spiele. Und da gibt es den Po. Und da ist ein Ding. Ist die Frage, ich gehöre hier nicht her. Verloren, aber nicht vergessen. Erwähnen, dass der Palast in Hades ausgerechnet dafür geeignet sei, einiges von dem Chaos wieder gut zu machen, dass Alexios, bla bla bla. Gehen wir einfach hin und machen das. Ich meine, wenn wir schon da sind. Rüstung der Gefallenen. Kurz was Düffel. Ach ja, so. Ach, diese Ausblicke. Verteidige den Palast des Hades gegen den Flohne. Seid ihr ein Flohne? Ich habe keine Ahnung, wen ich hier eigentlich umbringen soll. Sind wir fertig? Ich meine. Ah, okay. Hat schon gepasst. Das sind schon die richtigen gewesen scheinbar. Ja schon, aber warum kommen die Spackos jetzt angelaufen, wo ich sie alle erledigt habe? Da drin sind sie auch. Der könnte ja gar nichts, Mann. Schau mal, so macht man das. Danke, dass du da oben bist. Weil so komme ich nämlich gleich zum nächsten weiter. Ach ja, ihr könnt halt echt überhaupt nichts, Mann. Kann ich das klauen, ohne dass ich mich... Danke. Was ist denn da drin? Zweischneidige Axt. Ach was. Ort abgeschlossen, weil das des Hades. Wow, und ich habe hier Wunder gemeint, dass die mich umbringen wollen. Was sind das für einer? Was ist schon? Hier ist niemand mehr. Oh, da hinten. Eieieiei. Könnt ihr denn auf den Haufen bleiben? Wie soll ich euch alle mit einem Zug wegmetzeln? Ja,
Für was sind denn diese komischen Typen hier, wenn die nicht mal benutzt? Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Hä? Man schaut, das ist ein Typ, Alter. Käferlohn. Ja. Alexios, ich traue meinen Augen. Elphenor. Elphenor. Die Mäuren zeigen also doch noch Gnade. Oh, Söldner, wie ich darauf gewartet habe, dich zu sehen. Lustig. Du bist der Letzte, den ich gerade sehen will. Das verstehe ich. Wir gingen nicht gerade freundschaftlich auseinander. Ich sollte meinen Vater töten und dann wolltest du mich töten. Was mir jetzt auch leid tut. Sehr leid. Dass die Unterwelt nun so im Chaos versinkt, hat mir vor Augen geführt, wie falsch das war. Schluss mit dem Gerede. Wenn ich dir wieder vertrauen soll, dann müssen deine Taten für dich sprechen. Selbstverständlich. Das ist nur gerecht. Was für ein Chaos. Elphenor, ich erwarte, dass hier aufgeräumt wird. Selbstverständlich, Hades. Und wenn du schon dabei bist, kannst du dir eine dauerhafte Lösung für die Angriffe des Hökers überlegen. Was, der auch? Der Höker ist auch hier? Er ist dem Tartarus entflohen. Er setzt die Arbeit des Kults fort und rekrutiert andere entflohene Gefangene, die durch die Risse kommen. Ich habe sie gesehen. Die verstehen es zu kämpfen. Wir haben einen von ihnen gefangen, aber er will uns nicht verraten, wo der Höker sich versteckt. Vielleicht sollten wir ihm drohen. Wie kommst du darauf, dass ich dir helfe? Ich habe einen guten Draht zu Hades. Du brauchst ihn, um mehr über den Stab zu erfahren. Wenn du mir hilfst, hilfst du auch Hades. Und das wird er zu schätzen wissen. Und ich natürlich auch. Na gut. Aber ich mache das nur für mich. Scheiße, wie sie die ganzen alten Charaktere wieder aufarbeiten. Was ich irgendwie geil finde. Bei Zeus, nicht du schon wieder, Elphenor. Ich habe genug von deinem rückgratlosen Getue gehört, dass es für zwei Leben reicht. Wenn du mir nicht sagst, wo der Höker sich versteckt, breche ich dir die Knochen. Ich bitte dich, Alexios, das muss doch nicht sein. Aber du hast... Mein Freund, ich biete dir Freiheit, wenn du uns verrätst, wo der Höker sich versteckt. Das hat er dir zwar auch versprochen, aber er wird es nicht einhalten können. Ja, ja, ist ja gut. Wenn ihr dann die Klappe haltet, er versteckt sich im verlorenen Tempel der Nyx. Ihr habt ohnehin keine Chance gegen ihn. Höchst interessant. Ich verfolge den Höker, seit die Risse aufgetaucht sind. Aber es gibt ein Problem. Der verlorene Tempel der Nyx ist hinter dem Schleier. Dem Schleier? Seit Kerberos tot ist, hat er sich in die Unterwelt ausgeweitet. Der Schleier des Tartarus wurde erschaffen, um lebende Sterbliche fernzuhalten, damit nur die Unrettbaren das Gefängnis der Niederträchtigen betreten können. Dann wirst du ja kein Problem haben, hineinzukommen. Aber Charon sagte, ich bräuchte eine Rüstung. Ja, die Rüstung der Gefallenen. Du hast Glück, ich kann dir helfen. So können wir zusammen das Versteck des Hökers infiltrieren. Du willst also, dass wir das Versteck zusammenstürmen? So ist es. Seite an Seite mit der Adlerlegende kämpfen. Wer würde das nicht wollen? Außerdem kann ich dir so beweisen, dass ich mich wirklich verändert habe. Charon hat mir bereits gesagt, dass vier der Rüstungsteile von den Gefallenen bewacht werden. Ja, das letzte. Aber dass die Kampfhandschuhe als verschollen gelten. Charon verwechselt gern verschollen mit verlegt. Keine Sorge, ich helfe dir, die Kampfhandschuhe zu finden. Wir treffen uns bei der Schatzkammer des Kronos. Der Typ ist immer noch gefangen, ne? Also ich wollte es ja nur mal erwähnen. Scheiße, Elphenor, warum? Warum muss es denn der Arsch sein?